Kapitel 7 Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, »Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust.« Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, »Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie.« Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, »Wo ist er?« Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, »Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert.« Jesus antwortete ihnen und sprach, »Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten?« Die Menge antwortete und sprach, »Du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe?« Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach, »Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er hat mich gesandt.« Da suchten sie, ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, »Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat?« Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte, darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, »Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch,
und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen.« Da sprachen die Juden untereinander: »Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen.« Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: »Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.« Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten: »Dieser ist wahrhaftig der Prophet.« Andere sprachen: »Dieser ist der Christus.« Andere aber sagten: »Kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war?« Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen: »Warum habt ihr ihn nicht gebracht?« Die Diener antworteten: »Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch.« Da antworteten ihnen die Pharisäer: »Seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch.« Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war: »Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut?« Sie antworteten und sprachen zu ihm: »Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen.« Und so ging jeder in sein Haus.